so wichtig, dass ich sogar etwas tue, was auch du nicht verboten lässt. Ja, Herr Petersen, das Leben ist manchmal gar nicht so einfach, wie man immer glaubt. Gnädige Frau, wir fahren seit Stunden durch Treibeis. Es sind sogar Eisberge gemeldet. Ich möchte Sie bitten, Präsident Ismet zu fahren lassen, die Geschwindigkeit des Schiffes heraussetzen lassen. Darf ich fragen, warum Sie gerade mich darum bitten? Ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Und Präsident Ismet interessiert sich doch offensichtlich für Sie. Offensichtlich? Und Sie glauben, er würde es mir zuliebe tun? Nein, ich glaube nicht, dass Präsident Ismay überhaupt irgendeinem Menschen etwas zuliebe tun würde. Aber er ist Geschäftsmann. Er denkt Zahlen und 20 Millionen Pfund sind eine Macht. Ach so. Dann wenden Sie sich eigentlich gar nicht an mich, sondern an meine 20 Millionen. Das ist doch dasselbe. Ich wollte Sie nicht denken, wir gehen auf. Aber Sie haben es getan. Nicht mit Absicht, das weiß ich. Dazu sind Sie viel zu offen und so banal. Nein, Sie haben es ehrlich gemeint. Das kriegen wir nicht. Ja, Herr Petersen. Die Launen einer reichen, verwöhnten Frau. Entschuldigung. Ihre Bitte kann ich nicht erfüllen. Auch dann nicht, wenn Sie bedenken, was alles auf dem Spiel steht. Gnädige Frau, ich bitte Sie. Herr Petersen, ich kann Ihnen jetzt